Aurelio Savina, 42, wettert gegen Lannig. Bis vergangenen Mittwoch war Daisy Renick, 63, bei der neuen Sat.1-Show Promis unter Palmen zu sehen. Während ihres Aufenthaltes in der Paradiesvilla hatte die Blondine für ordentliche Ärger gesorgt. Nicht nur einmal war sie mit ihren VIP-Mitbewohnern aneinander geraten. Aber nicht nur ihre TV-Kollegen haben das ein oder andere Problem mit ihr, auch Bachelor in Paradiese-Star Aurelio lästert jetzt ordentlich über Daisy Renick. Kann mal bitte jemand diesem Individuum, das jeden beleidigt und als dumm betitelt, mitteilen, wie außerordentlich unnütz und hohl sie selbst eigentlich ist, schreibt der ehemalige Flirtour-Kandidat auf seinem Instagram-Profil. Dazu teilt er ein schwarz-weiß Foto der 63-Jährigen, auf dem sie sich eine Schere an die Zunge hält. Bei allem Respekt vor Älteren, aber wie kann es sein, dass man so einer verkorksten Seele überhaupt eine Plattform bietet, entrüstet er sich in dem Post weiter über der Series Auftritt in der Trash-Sendung. Die TV-Bekanntheit ist aber nicht der einzige Promi, der in dem Beitrag sein Fettweg bekommt. Und ich dachte, Oliver Pocher wäre das größte Übel in der deutschen TV-Landschaft, schreibt Aurelio auf Social Media weiter und hält Desiree offensichtlich für das größere Problem.